Ja, herzlich willkommen zum neuen Short Review. Review mit, ich sag's nicht weiter, Introzeit. Pickups. Ja, mächtig wieder viele Pickups habe ich heute zu präsentieren. Der Tisch wird wahrscheinlich auch mehrfach leergeräumt, weil anders geht es nichts. Ich habe alles von Film zu Spielzeug zu Transformers, damit komme ich ganz zuletzt. Und diesmal auch eine ganze Menge Computergames, also ihr werdet euch freuen. Da ist sehr, sehr viel dabei und ich fange am besten gleich mit etwas Besonderem an. Ich hatte im Februar Geburtstag und mein bester Buddy, mein bester Kumpel Stefan, der hat mir ein paar kleine Geschenke gemacht, einfach nur um mich bei Laune zu halten. Wir haben einen mächtigen Star Wars Abend gemacht. Wir haben uns alle drei Kinofilme der klassischen Trilogie angeschaut. Das hat super viel Spaß gemacht und nochmal danke dafür, Stefan. Und er hat mir ein paar Kleinigkeiten geschenkt, die, ja, also angefangen mit dem Mando-Shirt, Mandalorian, einfach nur großartig. Es hat mich super gefreut. Es war ein super netter Abend mit viel Essen und viel Fun. In kleinem Rahmen, wegen der aktuellen Zeit, aber es war wunderschön und es ist einfach sehr geckig gewesen, wenn man das alles hat. Und als erstes hat er mir geschenkt und das zeige ich euch etwas später, weil ich das gerade hier vergessen habe, mit Erd zu holen. Aber da ich den Tisch nochmal leer räumen würde, werde ich das im Anschluss machen, nochmal zeigen. Aber es fing an mit ein paar Kleinigkeiten und wie zum Beispiel, nicht nur das T-Shirt, sondern auch einer kleinen Grogu-Figur, wie er gerade den Frosch frisst. Super lieb von ihm und auch super nett. Das ist sehr witzig. Dann gab es, jetzt habe ich das hier hingelegt, ein Lego Star Wars Magazin mit dem Millennium Falcon als Mini-Figur zum Bauen. Wie gesagt, das Comic selbst, es war mehr als Gag eher auch gedacht. Star Wars Comedy ist nicht ganz mein Comic-Style, aber das Lego, das macht das alles fett. Ne? Lego geht ja immer, wisst ihr ja auch bei meinen anderen Videos. So, und als letztes kam noch dazu, ja, das Lego ist noch was anderes, ein Puzzle zu Mandalorian. Und zwar ist das so ein Puzzle, dass man aus verschiedene Teile hat. Das heißt, man kann auch Einzelteile rausnehmen, die einzelne Sachen beinhalten. Also so ein 5 einzigartige Puzzle sozusagen dann auch ergeben. Ja, ein TIE Fighter irgendwie, ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wo der TIE Fighter sein soll, aber man kann eben halt dort ihn einzeln so ein bisschen rausnehmen. Oder es ist wahrscheinlich die verschiedene Formen, kann man verschiedene Formen geben. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich habe mich sehr gefreut über dieses schöne Mando-Puzzle. Und das war ein schöner Star Wars-Abend. Und mit Star Wars geht es auch gleich noch ein bisschen weiter. Aber erstmal Star Wars muss weitergehen. Das hat mich gleich heute Morgen erreicht, an dem Tag, wo ich jetzt diese Aufnahme mache. Ich habe drei Filmmagazine bekommen. Und ich habe ja schon ein paar Let's Views gemacht zu Star Wars. Unter anderem Star Wars Magazine zu Rückkehr der Jedi-Ritter, hier jetzt in der Infocard verlinkt. Und ich brauche ja noch ein bisschen Futter, also was habe ich mir gesucht? Noch ein paar andere Star Wars Magazine, die ich noch nicht in meiner Sammlung hatte. Also ich habe noch eine ganze Menge und die zeige ich euch auch noch. Aber ja, ich muss ja genug Videos für die Zukunft haben. Deswegen schon wieder neues Futter. Ein Star Wars Imperium schlägt zurück Filmmagazin. Ich bin da am Anfang gar nicht erst so drauf gekommen, denn ich glaube sogar der Autor dieses Buches hat auch den Filmroman geschrieben. Und somit habe ich das eigentlich ein wenig übersehen. Interessant dabei ist auch übrigens, dass dieses Magazin, das ist aus dem, was meint, das war jetzt der Goldmann Verlag, glaube ich sogar. Muss ich genau nochmal kurz nachgucken. Genau, Goldmann Verlag. Verschiedene Cover hatte. Also auch mit einem anderen Filmplakat. Hier ist ja jetzt nur C3PO drauf. Hinten Han und Leia in inniger Umarmung. Und das ist so ein Bilder- und Making-of-Magazin. Genau wird das auch nochmal betrachtet, deswegen will ich da jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen. Dafür habe ich
5 Euro inklusive Versand bezahlt. Also das hat sich wirklich gelohnt. Das gibt es auch wirklich wesentlich teurer, aber ich hatte es erst nicht, wie gesagt, auf dem Kieker, weil das eben halt sehr ähnlich aussieht wie der Filmroman. Den habe ich auch und ja, das merkt man nicht sofort. Und wenn man das online sieht, in den Anzeigen, dann kann man das Format ja nicht einschätzen. So, mit einem Filmbuch geht es zu Star Wars geht's auch weiter. Und zwar, hier habe ich eins bekommen und da habe ich 20 Euro inklusive Versand bezahlt. Und das ist in einem Mega-Zustand. Das ist zu Star Wars, Krieg der Sterne. Hier auch noch ein wunderbares Artwork. Dieses Artwork oder beziehungsweise dieses Magazin ist von 1977. Da war ich gerade mal 3 Jahre alt. Und es hat mal 6 D-Mark gekostet. Ist eine Filmdokumentation, auch hier über den Film mit vielen Bildern, wie der Film damals entstanden ist. Das ist in einem absoluten Top-Zustand. Wie neu, als ob es gerade gekauft wurde im Laden. Für 20 Euro ein absoluter Schnapper, denn in dem Zustand auf jeden Fall. Denn es geht für mindestens teilweise bis zu 100 Euro weg. Also das ist schon eine richtig tolle Anlage, wenn man das so möchte. Wertanlage für Star Wars Fans. Ja gut, Prinzessin Leia und Luke guckt man sich genau an. Ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber nicht ganz so freizügig wie dieses andere Plakat, was es gibt. Aber auch eben halt ein sehr frühes, denn die X-Wings sehen noch ein bisschen anders aus. Es ist schon spannend, das genau zu betrachten. Leia hat sogar Hans Waffe in der Hand, Mos Eisley zu sehen. Sehr, sehr interessant. Großartige Sache. Wie gesagt, wird in einem Let's View auch nochmal genau betrachtet, aber das kommt erst noch. Ich habe es ja gerade erst heute bekommen. Das heißt, die Let's Views müssen erst noch aufgenommen werden. Als nächstes gab es noch ein Filmmagazin, auch zu Star Wars. Karawane der Tapferen aus dem Bastei Verlag. Das ist sozusagen ein TV-Film aus dem Star Wars Universum mit den Ewoks gewesen. Es ist ein TV-Film, richtig, ihr hört richtig, denn bei uns in Deutschland haben wir das gar nicht so mitbekommen, da er im Kino gelaufen ist. Ich habe den auch damals im Kino, das muss so 86 gewesen sein, ich schaue mal genau nach, was hier mit dem Datum vielleicht steht, es müsste so 86, 87 gewesen sein. Der steht jetzt hier, doch 85, also doch 86 herum, kommt gut hin. Der lief im Kino bei uns, genauso wie der Nachfolger, und zwar Kampf um Endor. Und da habe ich auch noch etwas euch zuzuzeigen, was ich jetzt auch vergessen habe, hiermit schon mal vorzubereiten. Das heißt, da ich sowieso einen Break machen muss, wird das nochmal im Anschluss folgen. Ich vergesse so viel, man überlegt immer, wenn man sich all die Pickups, die man neu hat, zusammensortiert. Das ist auch über eine kleine Zeit eigentlich, aber es findet sich immer was und dann doch dies. Und man legt es erstmal zur Seite. Ich habe jetzt nicht den Platz, das ist alles auf einen Haufen. Also habe ich zig Haufen und dann sucht man und dann vergisst man doch was. Egal, andere Sache, ein wunderbares Making-of-Magazin zu Karawane der Tapferen. Es hat mal 7 D-Mark 80 gekostet und ich habe dafür sage und schreibe 5 Euro bezahlt, inklusive Versand, bei einem Online-Händler. Und das ist auch in einem Traumzustand für diese Zeit top. Ich weiß jetzt nicht, was hier Filmalbum Nummer 2. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was die anderen Filmalben waren. Ich habe noch eins zu James Bond, Lizenz zum Töten. Da möchte ich mir gerne nochmal, es gibt auch ein Filmmagazin zu Indiana Jones. Das hatte ich irgendwie noch nicht auf dem Schirm. Das muss auf jeden Fall auch noch meine Sammlung. Aber einfach klasse. Wie gesagt, wird auch besprochen. Legen wir mal kurz hier hin. So, und bevor ich weiter, was kommt als nächstes? Ja, es hat schon geklappert. Lego. Lego hat mich jetzt nicht ganz so viel diesen Monat erreicht oder für dieses Pickup. Dafür gibt es andere Sachen, die weitaus mehr bringen. Und zwar, diesmal gab es nur von Lego. Lego Super Mario, das Luigi Set für Luigi's Mansion. Und hier hat man das Zubehör schon mal mit seinem Geistersauger und dem Professor und so einem schönen Geist. Also richtig spaßig. Und wer als Luigi's Mansion kennt, braucht das natürlich auch. Also, und die Luigi-Figur ist neben dem klassischen Set enthalten. Die ist nicht dabei. Das ist der einzige Nachteil. Aber ja, einfach nur klasse.
einfach nur klasse. So, dann gab es auch ein Manga, und zwar das neue Eden Zero Nummer 13. Viel mehr hat mich da jetzt nicht erreicht. Es kann natürlich sein, dass ich immer mal eins vergesse, da ich sie, wie gesagt, man liegt sie sich erstmal zur Seite. Und dann vergesse ich auch, habe ich das schon mal euch gezeigt oder nicht. Aber in diesem Fall, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist gerade erst neu gekommen. Eden Zero 13. So, dann gab es Filmfutter. Filmfutter. Ich habe ein paar neue Filme bekommen. Drei an der Zahl. Einen Klassiker auf Blu-ray. Auch ein Geschenk von einem guten Freund. Einem Stefan. Nicht dem Stefan, mit dem ich Geburtstag gefeiert habe. Aber mit einem anderen Stefan. Den ich auch hier herzlich grüße und mit dem ich auch so ein bisschen nachgefeiert habe. Highlander 3, die Legende auf Blu-ray, war ein kleines Geschenk für mich und meinen Bruder. Ein gemeinsames Geschenk. Vielen, vielen Dank. Das bereichert uns natürlich auch. So, kommt mal hier hin. Und dann, das haben wir uns in die Sammlung zugelegt, ist, ja, ich habe euch vor einiger Zeit den Film schon mal gezeigt. Und zwar geht es um Quartermain. Das ist jetzt in so einem schönen Pappschuber drin. Dieses Quartermain-Filmchen, das ist ja von Canon-Filmen nicht gerade der beste Abenteuerfilm, aber ein Film meiner Kindheit, mit dem ich sehr, sehr gerne geguckt habe, mit Richard Chamberlain und Sharon Stone. Hier ist Teil 1 und Teil 2 drauf. Und das Besondere ist noch eine besondere Doku mit über 100 Minuten auf einer Extra-Disc. Um Canon Films, also die Produktionsfirma, und das ist super interessant mal zu sehen, wie da Filme entstanden sind, und da sind einige Highlights zwischen, wenn man bedenkt, die haben auch den Masters of the Universe Film, den Realfilm mit Dolph Lundgren gemacht, und auch darüber wird in dieser Doku gesprochen. Die Edition ist auch hier sehr, sehr schön, kommt ein schönes Booklet mit sehr viel Hintergrundinformationen hinzu. Die Filme sind hier beide drauf. Ich habe aber nachgeguckt, die sind identisch mit den Einzeldiscs. Also wer die hat, die sind komplett identisch. Und was auch noch sehr, sehr schön ist, Sharon Stone in einer hübschen Pose. Und da sah sie wirklich noch, oder da war sie wirklich knackig. Ja. Und ja, hier kann man auch sehen, ich versuch's vorsichtig, da das Doku, die Dokumentation auf der Disc. Und die Filme, das sind natürlich auch eine ganze Menge Filme mit Charles Bronson und Chuck Norris entstanden, wie darunter auch, glaube ich, Delta Force, Missing in Action bei Canon Films. Somit ist das eine sehr interessante Doku, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Die ist auch im Fernsehen mal bei Tele 5 gelaufen, also immer mal ein bisschen drauf achten. Die nennt sich, ich sage euch gleich noch, wie sie heißt, damit ihr auch drauf achten könnt. Und zwar heißt die Electric Boogaloo. Komischer Name, ist aber so. Ja, das hat mich erreicht. Und da der nächste Part Film sein, Computerspiele sein wird, wird der nächste Film auch überleiten. Obwohl ich dazwischen noch einen Break machen werde, da ich den Tisch leer räumen muss. Und das, ja, und deswegen kommt jetzt dazu, ja, musste ich auch haben, ein Film oder ein Film, der als Serie in 4 Teilen auf Netflix gelaufen ist, aber Resident Evil Infinite Darkness, jetzt auf Blu-ray komplett als ein Film geschnitten, also da ist kein Unterschied, der ist nur zusammengeschnitten, also das waren da 4 Teile, 4 Parts, also das wird sicher, also ist ja auch unterteilt, trotzdem storytechnisch, aber es wird als ein Film abgespielt, und dazu gibt es auch ein 30 Minuten Making-of oder Special auf der Disc, und als Resident Evil Fan brauchte ich auch das in meiner Sammlung. Habe ich mir gleich zugelegt, irgendwie in meinen Augen nicht der beste Resident Evil Animationsfilm. Ich überlege gerade, der beste für mich mit war Vendetta, wo auch Rebecca Chambers, Chris Redfield dabei war. Den fand ich so ein bisschen am ausgewogensten, aber alle sind sehr gut. Hier gibt es so ein, zwei Szenen, wo ich sage, okay, hätte nicht sein müssen. Auch beim Finale hätte man noch ein bisschen mehr rauskitzeln müssen, da ist einiges sehr schnell erzählt. Dennoch eine sehr schöne Geschichte. Die Stimmen, die wir hier haben von Claire und Liam, sind diesmal die, die wir auch hört im Resident Evil 2 Remake Computerspiel. Da haben sie diesmal das drauf gemacht, damit ist das auch für die Blu-rays oder für diese Filme die seine dritte Stimme. Denn im Endeffekt hat er angefangen mit Mark Wahlbergs Synchronstimme,
Dann hat Sascha Rotermund ihn gesprochen, weil zeitgleich damals der, ich glaube, die Generation war der erste. Da war das Mark Wahlbergs Stimme Oliver Mink, Mink hat ihn gesprochen. Dann kam ja Damnation. Damnation hat ihn Sascha Rotermund gesprochen, weil er auch ihn gerade in Resident Evil 6 im Computerspiel gesprochen hat. Auch sehr genialer Synchronsprecher. Dann kam Vendetta. Vendetta war es wieder Oliver Mink, also Mark Wahlbergs Synchronstimme. Und Sascha Rotermund kennt ihr als Stimme von Benedict Cumberbatch, LL Cool J aus Dings hier zum Beispiel, Navy Seals LA. Also er spricht sehr, sehr viel. Und ihr hört ihn auch immer wieder. Wie gesagt, den Mark Wahlberg war dazwischen wieder. Und dann kam jetzt dieser Film, da er eben halt im Verlauf oder nach Resident Evil 2 Remake kam, hat man sich im Deutschen für diese Synchronsprecher entschieden. Ja, die machen das sehr gut. Und es ist ein sehr klasse und unterhaltsamer Film. So, Platz geschafft. Und es geht mit Games weiter. So sind ein paar reguläre Sachen ins Haus geflogen. Geflogen worden, wirklich über den Ozean zu uns gekommen, aus Amerika bestellt und unter anderem, und ich fange einfach mal an, es ist auch ins Haus gebracht worden mit der Post, aber es war ein Deal mit meinem Sammlerkollegen Peter Petendo. Einmal ging es um für die Xbox Series X Aliens Fireteam Elite, diesen Multiplayer-Shooter von Aliens. Den haben wir, hat er sehr günstig abgegeben. Bedanke ich mich nochmal herzlich. Und das ist das erste Fündchen. So, weiter geht's mit einem Spiel, was ich nur ganz kurz in die Kamera halte. Daylight, Dying Light 2, Stay Human aus Österreich. Die physische Fassung ist bei uns nur digital erschienen aufgrund der Altersfreigabe. Deswegen habe ich es nur kurz in die Kamera gehalten. Aber ja, es gibt die physisch und ja, kann man auch, ja, muss dann als Fan in die Sammlung. Und ich bin ja erwachsen. Warum muss ich was gekürzt haben? So, auch mit einem anderen 18er Titel geht es weiter. Deadly Premonition, The Director's Cut für die PlayStation 3. Dieses Spiel habe ich noch nicht gehabt. Es ist auch so ein Horror-Survival-Game à la Resident Evil. Die Grafik ist, naja, aber die Story ist gar nicht so schlecht. Es ist eine etwas verlängerte Fassung. Das gleiche Spiel ist in dieser Fassung auch gerade aktuell für die Switch erschienen. Switch hat aber so ein paar Abspeckungen. Also deswegen habe ich mich auch nochmal für die PlayStation 3 entschieden. Und es ist, glaube ich, auch ein zweiter Teil auf der Switch erschienen. Den habe ich noch nicht, aber der kommt auch noch. Und ja, weil das hier die bessere Fassung ist für die PlayStation 3, musste das für die PlayStation 3 sein. So, und jetzt geht's. Ja, ich bin zu schnell einfach. Weil ich so viel habe, bin ich einfach so schnell im Reden. Und ich kann nicht genau sagen, es ist, sind hier Sachen von Strictly Limited jetzt dabei. Es gibt von Limited Run und von Pixel Love Games. Und ich hoffe, ich kriege das alles zusammen, weil es sind alles super geile Editionen. Und ich bin einfach baff. Und vieles ist nicht, ist noch sealed. Das heißt, in dem Sinne, im Anschluss von diesem, wenn ich den Tisch sozusagen wieder leer räumen muss für den letzten Teil der Transformers, wird es einen kleinen Zusammenschnitt geben mit Sachen, die ich inzwischen dann ausgepackt habe. Denn es sind ein paar Editionen, ihr seht gleich Special Editions, die natürlich ein bisschen mehr als nur enthalten, und ich schaue mir einiges genauer an und das werde ich dann im Anschluss zeigen. So, und ich fange an mit einem echten Knaller von Capcom. Und zwar Mega Man The Wily Wars. Auch hier mit so einem richtigen schönen, ihr könnt es hoffentlich sehen, Holocover. Ihr seht auch hier eine Menge Specials. Kommt sogar in dieser wunderbaren Box. Hier oben mit Aufkleber versehen von Mega Man mit Poster, Artbook. Und hier ist auch dabei so ein kleines so Collector's Cards. Und ja, wie ihr seht, es ist nicht ausgepackt, es ist noch sealed. Und deswegen bitte habt Verständnis, dass ich nicht alles auspacke. Es ist einfach so,
wenn man nicht dazu kommt, manchmal zum Spielen, dann lässt man sie erstmal. Das heißt nicht, dass sie zur Sammlung so gekauft werden, sondern es ergibt sich so. Naja, so, jetzt habe ich auch von, das weiß ich gar nicht, wo das erschienen war. Jedenfalls egal, aber auf jeden Fall, das ist von Pixel Love Games. Stormwind X, das ist ein Shooter. Auch ein interessantes Game. Und in dem Sinne, da habe ich auch noch weiteres bekommen. Ich glaube, das, weiß gar nicht, ob das davon war. Egal. Und zwar haben wir hier Witch Spring 3 Refine, auch ein RPG. Ihr seht, das ist alles noch sealed. Eine große Edition für die Switch. Ja, ich kann euch da noch nicht so viel zu sagen. Wenn ich was finde an Gameplay, kurz mal blende ich das vielleicht ganz kurz hier ein. Habe ich noch nie gemacht. Bisher habe ich euch das so alles gezeigt. Und selbst capturen kann ich gar nicht. Aber wir haben jetzt hier einiges an Games. Also Wahnsinn, was es da gibt. Und ja, es wird voll. Ich habe hier noch so viel, dass ihr gar nicht glaubt, was da noch alles ist. So, weiter geht's. PlayStation 4, auch wieder eine Special Edition Star Renegades. Auch ihr seht, es sagt nichts, leider kein Bild hin, was dabei ist. Ich weiß es so eigentlich auch nicht, weil ich muss zugeben, das teilweise hat mein Bruder sich gekauft. Aber ich darf es mal zeigen, das freut mich immer so sehr, weil wir es uns auch spielerisch teilen. Ja, es ist im Endeffekt wie auch meine Sammlung. Ne? Wenn man als Geschwister ein gutes Verhältnis hat, dann teilt man sich die Sammlung. Das war schon immer die billigere Variante, als doppelt zu kaufen. Obwohl wir auch hier und da ein paar Teile haben, die wir doppelt haben. So, wunderbar. Tolle Edition. Und in dem Fall geht es auch mit einer tollen Edition weiter. Von Pixel Love. Ein Spiel, was aber auch regulär erschienen ist, aber in einer Special Edition dort nur. Und es ist ein großartiges Game. Und zwar Yakuza Like a Dragon. Das Spiel, hier könnt ihr auch noch ein paar Bilderchen sehen, gibt es ja wie gesagt auch regulär. Das hier ist so eine Special Edition mit Artbook erschienen und ich glaube auch noch im anderen Steelbook oder so. Wie gesagt, noch sealed weiß ich jetzt auswendig auch nicht, aber das Spiel ist halt nicht so ein typisches Yakuza, ein bisschen Rollenspiel-like. Was daran liegt, dass der Held auch ein bisschen Fan von dem Spiel Dragon Quest ist und natürlich sein Leben ein bisschen wie ein Rollenspiel sieht. Das macht das ein bisschen amüsanter, aber es ist auch super abgedreht und aber herrlich abgedreht. Es macht Spaß, diese Geschichte zu verfolgen. In Japan spielt sie, in Kamurocho, einem Teil von, glaube ich, von Tokio oder so. Und man bekommt, ja, man hat mit einigen verrückten Figuren zu tun. Man kann es gar nicht beschreiben. Es gibt so viele herrliche Momente in dem Game und es macht echt viel Laune. Und ich kann es, ja, wäre ich zum Beispiel auch die Reihe Judgment, die ich auch verfolgt habe, kommt auch von den Machern. Sieht, die ist zwar ein bisschen auf bodenständiger, spielt aber in den gleichen Ortschaften fast. Und das macht tierisch Spaß. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Und wir machen weiter. Sonst wird sowieso lang, dieses Video. Ich habe hier einen ganzen großen Karton. Da ist auch eine große Special Edition drin. Die zeige ich euch aber als letztes. So, ich gehe stückchenweise. Der Shenmue Soundtrack von Limited Run, Shenmue 3, hat mich erreicht. Auch ein sehr schönes Artwork. Ja, hier ist ein bisschen am Wackeln. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, weil es auch noch zielt. So, weiter geht es mit. Ach, da ist noch ein Soundtrack drin. Und zwar hier der Soundtrack zu Panzer Dragoon. Auch noch sealed. So, Hyperlight Drifter Special Edition, die Limited Run, die US-Version. Ja, da haben wir uns ein bisschen geärgert, dass wir uns die bestellt haben, weil die auch genauso in Deutschland erschienen ist als europäische Fassung. Und ich glaube sogar ein Tick billiger. Das Problem war, hier in Deutschland war sie noch nicht gelistet, als wir die Entscheidung getroffen werden musste, dass man in Amerika bestellt. Das ist das Problem, was man als Sammler hat, wenn limitierte Spiele nur limitiert angeboten werden. Ja, und das hat das natürlich dann ein wenig kompliziert. Das heißt, dieses US-Spiel aus dem Hause Limited Run, ich gucke gerade, Limited Run steht hier noch nicht mal drauf. Das ist ja auch traurig. Man denkt, man hat Limited Run, aber es ist komplett ohne Schriftzug Limited Run. Somit, ja, ist auch ein bisschen getrickst auf eine Art, finde ich.
Naja, egal. So, was haben wir noch gekriegt? Auch von Limited Run, hier steht es auch drauf. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Auch ein interessantes Game, Dark Crystal. Das ist ja ein Original, ein Puppentrickfilm von Jim Henson, der Macher der Muppets und so, und auch eine sehr schöne, sehr ja, düstere Fantasy-Geschichte. Und Jim Henson hatte dann ja auch noch eine TV-Serie, beziehungsweise seine Tochter hat das übernommen und eine TV-Serie hat die Geschichte von ihm weitergeführt. Auch sehr, sehr spannend. Ja, das Spiel dazu. So, was haben wir denn noch hier drin? Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ja, und zwar eigentlich doppelt, das ist das Gleiche. Und ich sehe gerade, hier sind noch die allzeit bekannten Limited Run Karten. Auch dabei lege ich mal da hinten hin. Und das vorletzte Spiel aus dem Hause Limited Run, was man erreicht hat. Ihr hattet den Soundtrack schon gesehen. Natürlich darf das Spiel Panzer Dragoon auch für die PlayStation 4 nicht fehlen. Zusätzlich, das ist nur die Leerbox, aber im Stile der Sega Saturn des Klassikers auch nochmal eine Hülle in diesem Stil mit so einem Booklet. Ja. Ist das nicht toll? So, und jetzt kommt das Highlight und das ist das. Es gibt auch noch eine negative Seite dazu. Und zwar, wie kann ich es anders sagen? Ich versuche es mal rauszuholen. Es ist noch in der Tüte. Und ihr seht es. Na, ihr seht es nicht so gut. Ich versuche es vorsichtig. Und zwar ist es die Monkey Island Anthology Box von Limited Run. Sieht mega geil aus. Ich werde sie jetzt hier auch nicht auseinandernehmen. Das wird, wie gesagt, noch wird im Anhang sozusagen hier nach sein. Dies sind die PC-Spiele. Die sind auch auf einer CD da drin. Das ist eine Figur dabei. Super viel Specials. Ich werde euch das Ganze, wie gesagt, detailliert später nochmal zeigen. Das Traurige hierbei ist aber, aber ich kann euch das positiv auch sagen, hier ist das schöne Cover und hier ist schön mit dem Cutter reingegangen worden. Nicht durch den Zoll, nein, das wäre ja schön gewesen auf eine Art, wenn der Zoll, wäre auch nicht schön gewesen, wenn der Zoll, aber der Zoll war es nicht. Es muss direkt bei der Produktion bzw. der Zusammenstellung gewesen sein, denn der Cut geht jetzt von hier oben hier unten. Und so wie es verpackt war, hat der Zoll hätte nie das so ordentlich wieder in Folie gepackt. Somit ist es wohl bei der Produktion gewesen. Limited Run hat aber innerhalb von wenigen Stunden geantwortet und eine neue Box, also Außenbox, ist auf dem Weg zu mir. Und dann wird dieses Schätzchen natürlich ausgetauscht und wesentlich besser aussehen. Wie gesagt, es ist ein absoluter Klassiker, Monkey Island, ich bin damit aufgewachsen. Es sind alle vier Spiele. Jetzt gucke ich mal hier. Ja, für alle vier Spiele, nee, fünf mit Tales of Monkey Island. Also es sind Secret of Monkey Island, LeChuck's Revenge, Escape from Monkey Island und The Curse of Monkey Island dabei. Und dann Tales of Monkey Island. Also wunderbar. Und ich sehe gerade Escape from Monkey Island, die haben die Reihenfolge falsch. Das Curse of Monkey Island ist ja der dritte Teil mit der Animation, während das 3D ja der vierte Teil war. Hier haben sie die Reihenfolge falsch. Ja, das gibt es. Tales of Monkey Island war ja das letzte von den Telltale Games. Wie gesagt, diese tolle Edition und angeschaut wird sie jetzt. Die Monkey Island Box sieht einfach toll aus. Hier sind jetzt Bilder zu sehen von der Highland Box, die mich inzwischen erreicht hat. Darin befinden sich zahlreiche klasse Gimmicks. Hervorzuheben sind die verschollene Diskette 22, ein Ticket für Big Whoop, ein Fragment nach Loom-Button, ein Autogramm von Schöpfer Ron Gilbert. Ich habe übrigens Nummer 36 von 7000. Eine Limited Run Sammelkarte, ein Pinset im Curse of Monkey Island Design. Und ein LucasArts Logo USB-Stick, auf dem sich die digitalen PC-Versionen der Games befinden. Neben dem Games auf CD darf die klassische Codescheibe der ersten beiden Games nicht fehlen, eindrucksvoll sogar doppelseitig umgesetzt. Cool ist ebenso das 3D-Bild von Guybrushs gefährlichsten Moment. Und der Schädel von Murray, der als Kerzenständer dienen kann. Sehr schön ist die Guybrush-Statue inklusive Gummihuhn. Das umfangreiche und sehr interessante Artbook erzählt die gesamte Geschichte von Monkey Island. Auch schick sind die Cover-Artworks und Karten auf deren Rückseite.
Eine eindrucksvolle Edition für den echten Fan. Als nächstes kommt gleich Transformers, aber zuerst noch die Dinge, die ich kurz vergessen habe, so wie es ja kam, man lässt so ein paar Sachen liegen, ja, obwohl man sie gerade bekommen hat. Es kommt natürlich auch künftig noch mehr rein, aber vom Geburtstag ist noch eine Sache übrig und die hängt hier. Ich sagte ja, es war ein Star Wars Geburtstag. Und Darth Vader Luftballon durfte nicht fehlen. Ja, ich versuche mal, ob ich den hier unten runter kriege. Ich wickel ihn mal jetzt hier um diese Klammer, die ihn hält. Und dann habe ich den. Wird er hier rumbaumeln. So, das, wie gesagt, Transformers kommt gleich, aber ich habe noch zwei Sachen gekauft. Und zwar habe ich zwei, nicht vollständige, aber zwei Fotoaushangsätze vom Kino gekauft. Ist vielleicht heute nicht mehr up to date, aber damals, wenn ihr in die Kinos gegangen seid, habt ihr immer schön die Plakate in den Vitrinen gesehen und dazu hingen dann diese Filmbilder. So, das sind die Aushangfotos. Ich sag mal so maximal 12, es gibt auch ganz welche, die zwischen 8 und 12 Bilder hat jeder Film gehabt. Es gibt auch welche, die mehr haben, 16 bis 20, aber meistens waren es so zwischen 8 und 10. Und zu zwei Filmen habe ich ganz, ganz günstig für je 10 Euro im Endeffekt die gekauft. Wie gesagt, nicht vollständig, leider. Ich muss auch noch rausfinden, welche. Ich habe bei dem, fangen wir an. Nämlich den ersten Film. So, vorsichtig. Und der erste ist ein Kindheitsfilm von mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist Glücksbärchen, der Film. Ja. Glücksbärchen ist auch so ein Film der 80er Jahre. Hier sind auch teilweise Löcher von Nadeln, das heißt, die haben mal gehangen. Manchmal leider auch mitten in den Bildern, da sie ein bisschen quer gehängt werden. Aber hier seht ihr ein sehr schönes Motiv. Ich zeige euch die jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Hier fehlen mir welche. Eins habe ich auf jeden Fall rausgefunden, was mir schon fehlt. Ich glaube, zwei. Das nächste, die Glücksbärchen ist in Regenmänteln. Und witzig ist, bei den Regenmänteln ist ihr Logo immer ausgeschnitten. Das heißt, die haben immer einen freien Bauch. Das sind jetzt direkt Motive aus dem Film. Ich muss sagen, ich habe mal gehabt, ich habe sie glaube ich nicht mehr, aber ich habe jahrelang von Bernhard Bianca einen Aushangfotosatz gehabt und da habe ich festgestellt, dass die nachgezeichnet sind. Die sind nicht die Zeichnungen, die man im Film sieht, sondern es sind nachgezeichnete Screenshots. Sowas gibt es auch. So, hier nochmal mit dem Schiff oder mit dem Wolkenschiff. Das sind so leichte Pappen, also man kann sie sich auch einrahmen, hat schöne Motive dann. Hier die Kinder mit dem Bösewicht sozusagen, das war ja so ein leichter Magiefilm. Auch hier ein sehr schönes Bild und auch gleichzeitig gruselig mit dem Baum. So, hier haben wir auch nochmal den Bösewicht bzw. den gescholtenen jungen Mann, der ihr hier seht, finstere Absichten hegt und nur durch die Glücksstrahlen der Glücksbärchen gerettet werden kann. Ja, so war das dann. Na, also ein sehr, sehr schönes oder sehr schöne Kindheitserinnerung. Da komme ich schon gegen, dann rollt sich das schon selbst wieder hoch. Und ja, solche Aushangsätze gibt es und es macht irgendwie Spaß, sie sich durchzugucken. Ist halt wirklich was für nerdige Typen wie mich. So, und das andere, ich kam schon drauf zu sprechen und auf das ist was von Star Wars war, wer genau hingehört hat und es ist auch was von Star Wars. Und zwar ist es der Fotoaushangsatz oder ein Teil, es gibt 12 Motive, ich habe nicht alle, von Kampf um Endor. Leider mehr die Bösewichter drauf, ich weiß gar nicht, warum die so eine tollen Motive abgaben. Hier ist umgeknickt sogar, könnt ihr lesen. Hier steht dann 1978 in Deutschland, Krieg der Sterne, 77 Amerika. 1980 das Imperium schlägt zurück, war ungefähr gleich. Und 83 die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Dezember 83 war das. Also deswegen, wir haben es ein bisschen später gehabt als Amerika. 1986, ein neues Abenteuer aus fernen Galaxien, Kampf um Endor von George Lucas, dem Schöpfer des Krieg der Sterne Trilogie. Das war der zweite Teil dieser Ewok-Duologie. Nein, zwei Filme gab es ja. Karawane der Tapferen, davon habe ich euch das Filmalbum gezeigt. Das ist Kampf um Endor. Ja, schön ist jetzt dahingestellt, weil es sind jetzt die Bösewichter, die. Aber kein schlechtes Motiv. So, und hier haben wir das nächste. Leider fehlt ein bisschen mit Wicket oder auch mit Cindy, glaube ich, hieß das Mädchen. Wicket sprach ja so ein bisschen. Fehlt so hier eine Szene vom Anfang. Ich glaube, das war der Vater. Das war ja recht tragisch. So, hier auch. Der Bösewicht. Hier können wir auch den Begleiter von ihr sehen. Das war ja so ein älterer Mann, der sie begleitet hat oder beziehungsweise den sie kennengelernt hat, der auch auf Endor abgestürzt war. Der kämpft am Ende gegen die Bösewichter. Und hier, wie ein Raumschiff vom Waldmond Endor abhebt. Und das ist nicht der Todesstern, das ist ein normaler Planet. Als Bonus gab es dazu noch diesen Werberatschlag. Ein Werberatschlag ist eine Informationsbroschüre, die die Kinos erhalten und teilweise dann den Zeitungsredaktionen vor Ort geben konnten. Um zum Beispiel wie hier, könnt ihr sehen, da sind Informationen über Schauspieler drin und auch hier ist ein Kurzinhalt. So konnte der Redakteur kurz so war es bei uns in meiner Heimatstadt, da hat dann die Haustürzeitung, heißt nicht die Bildzeitung, oder solche große Magazine, die haben sicherlich ihre eigenen Informationen bekommen. Die haben dann kurz diesen Werberatschlag zur Verfügung gestellt bekommen und konnten dann sozusagen das Programm, also wir hatten immer das Programm abgedruckt, was eben halt neu im Kino war. Manchmal waren 2, 3 Sätze dazu geschrieben. Und das war eine Hilfestellung dazu, denn zusätzlich gab es, das könnt ihr hier auch sehen, ein Plakat. Oder das sind jetzt hier reingeklebt. Das sind so kleine verschiedene Versionen, die eingescannt wurden, da digitalisiert. Ein Scanner konnte sich damals noch nicht jeder leisten. Und dann war das in den Zeitungen abgedruckt als kleines Plakat. Da konnte man sich schon mal eine Vorstellung machen, worum es geht. Und hier seht ihr auch dieses Plakat von Kampf um Endor. Und ihr seht einen jungen Mann damit auf dem Bild unter dem Bösewicht. Dadurch, dass der Bruder am Anfang ja nur ganz kurz zu sehen ist, ist das ein bisschen irreführend. Denn so einen jungen Mann gibt es im ganzen Film dann nicht mehr. Bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wer sich diese Gedanken gemacht hat. Aber ja, ein sehr schönes Teil. Es ist ein Sammlerstück. Normalerweise waren davon noch mehr. Also gab noch mehr Bilder in verschiedenster Form. Weil man entsprechend, hier steht es zweispaltig, manchmal eben halt auch nur das Logo, entsprechend dann entscheiden konnte, in der Zeitung aussehen sollte. So, und jetzt ist Transformers dran. Und zwar als erstes bestellt bei Amazon, einen der neuesten Wave musste ich haben, den Autobot Slammer. Autobot Slammer, ich habe dafür bezahlt, für den hier bei Amazon direkt inklusive Versand, 24 Euro etwa, 24,50 oder sowas, in dem den ein bisschen zerquetscht. Absolut günstig, denn ich habe versucht, ihn vorzubestellen. Da lag einmal bei 30 Euro, genauso wie noch die zweite Figur, die ich euch auch gleich zeige. Immer wenn man vorbestellen wollte, irgendwo bei Händlern über 30, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Und da ich hoffe, dass er auch in den Regalen irgendwo steht und ja, dann war er bei Amazon. Ich habe ihn bestellt und bekommen. Einen Haken hatte das Teil auch, denn das ist ein, wie ich gelernt habe, jetzt genannt auch ein Partformers. Das heißt, dieser kann sich nicht wirklich verwandeln, denn er ist Zubehör. Er wird zusammengesteckt eher zu dem Panzer und kann als Kampfrüstung dienen, wenn er auseinandergesteckt wird in verschiedenster Form bei einigen Transformern. Die sind eben halt dazu fähig. Das ist auch eine geile Idee. Slammer musste in meine Sammlung, weil
Sein Original ist ein reiner Panzer, der sich nicht verwandeln kann, von Metroplex, von G1 Metroplex. Und ich finde diese Hommage dieser Figur sowas von toll. Der Kopf auch sehr klassisch angehaucht, ein bisschen dieses Viereckige, was so diese Combiner-Figuren hatten. Also es harmoniert und man kann ihn auch mit dem neuen Metroplex, dem Titan, kombinieren. Also Wahnsinn. Ein Haken hat es trotzdem bei mir, die Figur. Es ist eine der ersten Figuren, die ich aufmachen musste, aber ich habe sie vorsichtig wieder verschlossen, weil ich möchte die nicht öffnen, weil sie auseinandergefallen waren, auseinandergerüttelt. Und ich habe ihn dann wieder zusammengesteckt, aber ich konnte auch alle Bänder, ich musste nichts lösen, ich konnte ihn vorsichtig so zusammenstecken, ich musste nur hier oben öffnen. Das ist alles, es ist noch geöffnet, aber ich möchte so die sammeln. Also ich bin nicht einer, der die jetzt ausgepackt sammelt. Ich wüsste auch nicht momentan, wo ich sie hinstellen sollte. Das ist ein anderes Problem, weil ich mich auf G1 und Co. konzentriere, die eben wesentlich besser ausgestattet oder ausgestellt werden, weil ich die meiste Lose kaufe. So, nächster Transformer, der mich erreicht hat, auch von Amazon, auch zum Glück sonst fast heil, nur ganz leicht gedellt, ist Pipes. Pipes, wunderbar, der Bruder von Huffer. Tolle G1-Hommage, gefällt mir auch mit den Kanonen an den Armen. Ja, diese mächtige Truck, ja, so eine kleine Minifigur gegenüber Optimus Prime, der schon ja, so groß war. Das ist natürlich kein Vergleich, jetzt passt er sich so ein bisschen mehr an. Sieht wunderbar aus, habe ich nicht ganz 21 Euro inklusive Versand bei Amazon bezahlt, regulär. Wird auch über Standard sonst 25 Euro, also absolut günstig in meinen Augen. Wie gesagt, hier ganz leicht gebeult, aber darauf, das kann ich verschmerzen. Da gibt es welche, die wesentlich schlimmer mich erreicht haben. Und deswegen Pipes musste in die Sammlung. Ein Amazon-Kamerad hat mich noch erreicht, den ich auch haben wollte. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, der mir noch fehlt. Ich habe ihn jetzt auch da gefunden. Er hat mich 60 Euro da inklusive Versand gekostet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal zu dem Preis bekomme, weil eigentlich war das günstiger als alles andere, was ich je gefunden habe. Das günstigste war mal bei knapp 70 Euro bei einem Händler und dann geht es bis 80, 100 Euro hoch. Und die Rede ist von Studio 86 Serie Slag, dem Dinobot. Absolut genial. Grimlock habe ich ja bereits, musste ich haben. Gefällt mir super toll. Wunderbar ist auch, dass jetzt angekündigt wurde im Jahr 2022, das klingt so gewaltig episch, also in diesem Jahr 2022 soll noch der nächste Dinobot, der dritte, erscheinen, und zwar Sludge. Tut es aber, der wird sich natürlich dann auch in meiner Sammlung sich verirren. Ein kleiner Wermutstropfen, finde ich, ist in dieser Edition, und zwar finde ich, ihr könnt es sehen, genau unter dem Bild, ihr seht, die Figur, der kleine, Daniel, der Sohn von Spike und Carly, hat ein Gesicht dort in der Figur. Aber oben, ihr seht, gar kein Gesicht. Und ich muss sagen, das Ding ist groß genug, da hätte man locker eine durchsichtige Scheibe und ein kleines Köpfchen untersetzen können. Also möglich wäre das schon. Da habe ich schon bessere Sachen gesehen. Und es gab ja auch noch einen kleinen Bumblebee, wo sein Vater sozusagen dabei war. Da war auch nur diese weiße Kappe, da ist mehr drin. Also gerade bei diesem hier wäre absolut mehr drin gewesen, das enttäuscht mich. Der Vater Spike in diesem Exosuit kommt noch extra raus als kleine Core-Figur, etwa so groß. Oh, Handflächen groß, sage ich mal maximal. Ich weiß es nicht genau, ich habe es auch nur ein Foto gesehen, wird auch dieses Jahr noch erscheinen. Aber für eine Figur, die so teuer ist, und da ist das ist möglich. Soll mir keiner sagen, dass es nicht möglich ist. Da haben sie so ein bisschen auf Sparflamme wieder gearbeitet. So, jetzt geht's wirklich weiter mit G2. Nicht G1, sondern G2. Und zwar habe ich für 25 Euro einen Grimlock G2 nochmal erworben. Das ist mein zweiter bereits, der erste. Ich habe ihn hier, das ist mein erster. Und den habe ich jetzt in Roboterform, deswegen werden die beide so auf meinem Regal stehen. Der kam nur mit dem Schwert. Das Schwert, habe ich festgestellt, ist etwas heller als das Original G1-Schwert. Das Original G1-Schwert ist röter, das ist so ein bisschen mehr orange. Die Waffe habe ich bei einem anderen Deal vor einiger Zeit gekauft. Die ist jetzt hier nur hinzugefügt, weil sie mir bei dem sowieso fehlte. Im Endeffekt habe ich festgestellt, fehlt mir natürlich jetzt wieder ein Schwert und eine Waffe, weil ich jetzt zweimal habe.
Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil die teilen sich das. Das sind ja meine Brüder, meine Dinobot-Brüder. Der ist, finde ich, für Roboter-Mode wesentlich besser. Und der hier, der ist bespielter. Hier auch gerade das Silber ist abgenutzter. Deswegen ist der für mich im Roboter-Mode wirklich genialer. Was ich amüsant finde, ist, wie unterschiedlich die Leute immer ihre Aufkleber versehen. Ich meine, schreibt es gerne mal in die Kommentare für die Leute, die Aufkleber auf ihre Figuren auch geklebt haben. Egal ob nur Transformers oder Warnstoff. Habt ihr euch immer an die Anleitung gehalten? Weil ihr könnt es sehen, hier zum Beispiel ist im Schritt das Autobot-Logo. Es gehört aber in Wirklichkeit, ja, ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau hingehört, aber hier seht ihr das unten auf der Brust sozusagen, also hier geklebt. Ich bin da manchmal ein bisschen rätselfreudig, weil ich nicht weiß, wie es ist. Hier vorne oben, da ist auf jeden Fall das Autobot-Logo auf die Schnauze geklebt. Hier ist war's mal drauf, es ist, hat sich abgelöst, aber es ist nicht ganz so schlimm. Meine beiden oder G2 Grimlocks, das sieht doch nur geil aus. So nebeneinander macht das noch wesentlich mehr her. Ja, dann habe ich für 5 Euro noch mir meine Micro-Master-Sammlung fast komplettiert. Im Endeffekt von den europäischen fehlen mir jetzt noch 2 Stück, die aber in den Basen drin sind. Beziehungsweise eine ist eine Variation. Das eine war, glaube ich, in dem Tanker, so ein Doppel-Micro-Master, so in oranger Form. Und weil ich das Set noch gar nicht habe, aber das suche ich dann auch eher komplett oder so gut wie komplett, ist dieser Micromaster, diese Micromaster Space Shuttle Basis. Und da fehlt mir auch noch der kleine Micromaster. Aber von der Hot Rod Patrol, sondern die Monster Truck Patrol, habe ich den letzten jetzt in meiner Sammlung, den Dragster. Hydraulik, glaube ich, war das. Und den habe ich jetzt in meiner Sammlung. Damit habe ich diese letzte Patrol vollständig. Bisschen seltsam finde ich, wenn der Kopf ist sozusagen ist hier unter und man knickt die Spitze um. Und wenn man die Spitze umknickt, ist trotzdem der Kopf verdeckt. Ja, könnt ihr es sehen? Mein Kopf soll nicht verdeckt sein. Doch, das da. Seht ihr es? Bisschen seltsam. Bisschen seltsam geplant, aber egal. Das muss sein. So, ich habe noch 3 Figuren. Dann sind wir auch komplett mit den ganzen Pickups für dieses Mal fertig. Einer, den ich mir gestern abgeholt habe, ich hatte erst gedacht, es ist ein Original. Es ist leider nicht. Es ist jetzt ein Bootleg. Ich zeige euch ein Bootleg. Und zwar ein Bootleg von Twin Twist. Ja, also ein sehr gut gemachtes Bootleg, muss ich dazu sagen. Darauf komme ich gleich noch. Die Aufkleber sind fast identisch. Es fehlt nur das Autobot-Logo. Die sind sehr, sehr detailliert, sind auch sehr gut gedruckt. Ich dachte erst, es wäre der Diaclone. Das war auch online so gegeben. Ich muss zugeben, 15 Euro dafür bezahlt. Ich fand es sehr fair. Es klingt viel für ein Bootleg, aber es ist schon selten, denn es ist auch aus den 80ern. Das ist eins der ersten Bootlegs, was rausgekommen ist. Es ist genauso zur gleichen Zeit wie das Original, also zwischen 85 und 86 erschienen. Es sieht sehr aus wie die Diaclone-Version. Die Diaclone-Version ist sogar noch die vor Transformers erschienen ist. Aber im Diaclone sind die Farben unterschiedlich. Also Kopf wäre blau und Arme und auch Füße und der Körper wäre rot. Das hat mich erst stutzig gemacht. Und genau sehen konnte ich eben halt, dass es auch ein Bootleg ist, kann man auch sehr stark sehen. Also hinten steht es nicht drauf natürlich, da steht kein Takara oder Hasbro drauf. Takara wäre wenigstens für Diaclone. Und zwar hier am Kopf kann man sehen, dass das Silber nicht ganz so gut gespritzt war. Also ein bisschen nicht so ganz so dicht. Und das Material ist leichter. Man merkt das schon, es ist billigeres Plastik. Aber egal, ich finde es toll, den überhaupt in der Sammlung zu haben. Ich sehe gerade, dass ich noch mal ganz klein bisschen sauber machen muss. Der hat noch ein bisschen viel Staub an vielen Sachen. Aber er ist auch gerade erst seit gestern Abend in meiner Sammlung. Vorgestern Abend. Ich habe ihn Sonntagabend abgeholt. Und wir haben jetzt einen Dienstag, wo ich diese Aufnahme mache. Hier am Kopf seht ihr, da ist... Hier, das ist nämlich dieses Teil hier, was ihr seht, was man vielleicht so ein bisschen rausstehen sieht. Es ist ein Hebel, womit man die Funktion zum Einrasten, wenn der wird ja auch mit Speed aufgezogen, dann verwandelt er sich selbst, einrasten kann. Diese Funktion ist hier natürlich nicht gegeben, wäre aber auch bei dem Diaclone gegeben.
was ihn aber für mich wirklich interessant gemacht hat, weil ich weiß, nur durch Gespräche, dass der wirklich aus den 80ern ist, ist, hier hinten steht Made in Macau. Macau war auch die Produktionsstätte der Originale. Somit stammt dieses Bootleg, das ist das Lustige, aus den eigenen Werken aus Macau. Das ist also die Originalform von Twinfest, die benutzt wurde. Hat man wahrscheinlich heimlich nachts noch ein paar Bootlegs geproduziert, wenn man am Tag so über die Original-Transformer oder Diaclone gemacht hat. Egal. Ein tolles Sammelstück für meine Sammlung. Und dadurch, dass Twinfest ja mit zu den ersten Transformern meiner persönlichen Sammlung oder meiner persönlichen Reise in die Welt der Transformers gehört, ja hat es mir Spaß gemacht, den hinzuzufügen. Auch wenn es ein bisschen teuer klingt, aber in dem Fall fand ich das dann okay. Ich hätte runterhandeln können sicherlich, aber ich wollte das fair haben. Vielleicht hat der Betreffende noch ein paar 80er-Jahre-Sachen. Er sagt, er hat noch so viel. Ich bin der Erste, der noch das erfährt. Wer weiß. Wer weiß, ob sich das dann gelohnt hat, diese gute Bezeugung, das zu machen. So, dann habe ich noch zwei Transformer erreicht, für die ich sage und schreibe, ich sage euch das als allererstes, inklusive Versand, 25 Euro bezahlt habe. Und das ist ein Mega-Schnapper. Gebe ich ehrlich zu. Nicht vollständig, es fehlen leider Zubehör und Waffen und eine sehr schwer zu findende Waffe, die ich mich jetzt auf die Suche mache bei dem einen Transformer. Denn den einen habe ich nicht, den anderen aber habe ich bereits schon, aber es macht nichts, es ist ein Combiner-Chef. Und zwar handelt es sich dabei um Hunger von den Terracons, der Anführer, in einem wirklich, er ist bespielt und er hat auch seine Sonnenerscheinung, er hat wohl so in der Vitrine gestanden, aber ansonsten ist er in sehr gutem Zustand. Abnutzung, man merkt es durch Verwandlung, dass das Decepticon-Logo abgenutzt ist dort. Und ihr könnt es wahrscheinlich sehen, auch hier diese Sonne. Die Sonne hat halt dem Grau geschadet, ist halt eine Alterserscheinung, aber ich sehe das nicht schlimm, es passiert leider. Man kann es nicht verhindern. Klar, man kann es verhindern, indem man diese nicht in die Sonne stellt, aber ich kann euch auch sagen, es bringt nichts. Ich habe es ja auch mal, wenn ihr meine Videos gesehen habt, über meine eigene Sammlung, da habe ich auch Figuren, die sich komplett verfärbt haben, obwohl die bei mir nie in der Vitrine oder in der Sonne gestanden haben. Brauchen aber mal irgendwo kurz nur in der Produktionszeit oder sonst wo in der Sonne haben, der Prozess beginnt mit dem ersten Sonnenstrahl. Ist halt so. So, Hunger kam zu mir, hatte ein Zubehörteil ist dabei gewesen, und zwar der Schild von Abominus. So, der Brustschild, der ist dabei gewesen. Als einziges, so, und jetzt die Highlight-Figur, echt ein Stück meiner Kindheit. Und abgesehen von, weil er ein paar graue Stellen hat, mit Sonnenverfärbung in einem mega Top-Zustand. Wie neu. Also kaum zu glauben, weil der ist auch von 1986. Und zwar handelt es sich um Trigger Happy, dem Target Master. Ihr seht, die Sonnenverfärbung ist halt so an den grauen Stellen. Das lässt sich leider nicht ändern. Aber er ist in einem Traumzustand. Die Aufkleber wie neu. Alle Farben sonst top. Er ist also wie geleckt. Man merkt es auch, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat. Die ist nicht oft verwandelt worden. Klar, man muss aufpassen. Bei mir bleibt er jetzt auch in diesem Jet-Mode. Auch wenn es zwei Punkte gibt, wo man immer aufpassen muss. Und zwar folgendes. Der Kopf ist hier eingeklemmt hinten mit einer Feder. Vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, den Kopf raushängen zu lassen. Könnt ihr ihn sehen hier, der ist hier so, nur so mit so einer Feder drin, damit die Feder nicht immer unter Dauerspannung ist. Ich werde ihn jetzt auch mal so draus lassen. Das ist die Sicherheit. Und der andere Punkt ist, ihr könnt diese Kanonen umknicken. Und die haben einen kleinen Nüpsel. Und dieser Nüpsel kann natürlich leicht abbrechen, weil es hier auch etwas älter ist. So werde ich ihn jetzt mir auch in meine Sammlung packen. Hier fehlt mir der Target Master, den hatte der leider nicht mehr. Der ist sehr schwer zu finden. Blowpipe, ein Name, den man heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt geben würde. Blasepfeife. Aber der fehlt mir noch, wenn ihn einer abzugeben hat, kann er sich bei mir gerne melden. Da würde ich mich drüber freuen, wenn einer überhaupt so ein bisschen was hat, was mich interessieren könnte. Ihr kennt ja meine Pickups, ihr kennt meine Videos. Kann mich gerne kontaktieren, ganz unverbindlich. Wir können drüber reden. Und vielleicht, ja, kommt was zustande. Wie auch immer. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist jetzt wieder eine große Sammlung und das war's jetzt.
Hinterlasst einen Kommentar, da freue ich mich. Sagt mir, was ihr denkt, sagt mir, was ihr davon haltet. Wie findet ihr Trigger Happy? Wie findet ihr alles, egal was ich gefunden habe, sagt mir eure Meinung dazu. Freue mich auch über Likes. Also hier unten ist irgendwo ein Like-Button. Daumen hoch. Würde mich freuen, wenn euch gefallen hat, was ich hier alles euch zeige. Einiges wird nochmal bestimmt detaillierter. Deswegen schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mal wissen wollt oder wenn ihr irgendwas detaillierter präsentieren möchtet. Das könnt ihr sehr gerne. Und ja, ansonsten ja, ein Abo, ein Like, Kommentar. Mehr freue ich mich. Oder mehr wünsche ich mir nicht von euch. Und doch, ich wünsche mir noch eins von euch. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin.